Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Hallo lieber Friedemann. Ich freue mich total. Ich habe gleich Engelshaut. Ja, hallo, liebe Nada. Ich freue mich auch und es ist schön, dass wir zusammenkommen. Ich bin gespannt, was jetzt in diesen 30 Minuten so geschieht. Ich bin gespannt, was passiert. Ja, weil, das muss ich gleich ganz zu Anfang sagen, und ich weiß nicht, ob du das nämlich weißt, dass du der Auslöser warst für diese neue Gesprächsreihe. Ich hatte dir mal einen Brief geschrieben und da hast du das angekündigt und sagte, das könnte doch so mal ein weiterführender Schritt sein, nachdem wir so viele Erfahrungen gesammelt haben. Und ja, wie könnte es jetzt weitergehen? Ja. Genau, also du warst tatsächlich durch das, was du mit mir geteilt hast, warst du, wo ich gesagt habe, wow, ich weiß das ja alles gar nicht. Keiner weiß eigentlich, was jeder Einzelne mitbringt, was jeder Einzelne an Weg mitgebracht hat und mitbringt, was die Entwicklung, entweder die ausgewickelt, dass man jetzt so ist, wie man da ist, aber ja auch einen irgendwie geformt hat, auf jeden Fall. Jeden Einzelnen der Weg ja zu dem gemacht oder hervorgerufen hat, zu dem, der jetzt da ist. Und da sind so reiche Schätze. Und du hast geschrieben, sag ich, das ist so reiche Schätze. In dem Moment, wo wir die teilen, habe ich das Gefühl, darüber sprechen, ist es wie wirksamer und sichtbarer, fühlbarer, wahrnehmer im Feld. So war mein erster Eindruck, als du das geteilt hast. Und das ist jetzt auch in den Gesprächen, ich hatte jetzt schon einige, bestätigt sich das. Und ich freue mich total jetzt über deinen Weg, ein bisschen mehr zu erfahren, was du, ja, was dich ausmacht, was du hinter dir schon hast, was du erkannt und erfahren hast und welche Schätze man zwar irgendwie wahrnimmt, aber die doch ein bisschen die Schatzkiste aufzumachen und ein bisschen zu gucken, was macht den Friedemann denn eigentlich so aus? Was macht den Friedemann denn in deinen Augen aus? Das ist eine gute Frage, siehst du? Ich habe immer schon das Gefühl, da ist so ein Schatz. Also ich meine, du bist ein Schatz, das ist klar. Aber ich hatte das Gefühl, da ist ganz viel poliert, erkannt, ganz viel. Ich meine, du hast ganz viel Poesie. Da ist neben all dem, wo ich das Gefühl habe, da ist Wissen und Erkenntnis und Erfahrung, hast du auch ganz viel dieses Künstlerische, dieses Musische, dieses Poetische. Du bist ein Meister für mich mit Worten, Malen, du malst ganze Landschaften, du bist so präsent, du nimmst jeden wahr, du liest, du lässt dich drauf ein, du bist, ja, also so ist das, was ich so mitkriege und dich als Wesen, das ist ja eigentlich meine Ebene, da bist du einfach ein totales Licht, so ein Lichtelf. Licht ist. Ja, Ich Licht glaube, da ist. ist ganz viel, also Schabernack ist jetzt positiv gemeint. Ja, Da das ist ist das ganz Thema. viel so diese Elfen, wie ich sie wahrnehme und dich wahrnehme, da ist ganz viel Freude und Leichtigkeit. Auch so ein bisschen die Elfen, die an den Blumen manchmal so schütteln, wenn sie morgens nicht aufwachen und erblühen. Weißt du, so habe ich bei dir auch so das. Manchmal ist das tatsächlich so, oder oft ist es tatsächlich so, oder es ist tatsächlich so, doch manchmal weiß ich auch gar nicht, da dran zu kommen. Jetzt in dieser augenblicklichen Situation, ja, bin ich aufgeregt, bin aufgeregt und weiß gar nicht, wie ich an diesen Elfenschatz ankommen kann. Der ist mir jetzt wie versperrt, wie verschlossen. Ich könnte jetzt irgendetwas sagen. Ich könnte sagen, ja, mein Weg war eine einzige Suchwanderung, eine äußere Suchwanderung, eine innere Suchwanderung. Aber das ist so jetzt von außen gesagt.
manchmal komme ich an diese Suchwanderung richtig dran. Dann bin ich in dieser Suchwanderung, dann bin ich auf dieser Suchwanderung, dann bin ich in der Schatzkiste drin. Und ja, Genau. und manchmal, wie jetzt im Moment, sage ich, es ist toll, dass ich mit dir spreche. Ich freue mich darüber und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist super. Das ist das Beste überhaupt. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Das kommt immer einfach so raus. Aber was jetzt wirklich schön ist, weil ich meine, du kennst es ja, in der Schatzkiste zu sein. Du kennst dich ja so. Absolut. Was ich erfahre in den Gesprächen, dass das auch ein Feld ist, in das andere hineinkommen. Das heißt, viele haben den Zugang nicht, den du ja hast. Du kennst es ja, wie es ist, wenn du da bist. Absolut. Und die meisten haben das ja gar nicht. Die meisten brauchen ja so einen kleinen Lichtelf. So, die sind, ich vergleiche uns ja gerne als diese Blumen, die einzigartig sind auf dieser großen kosmischen Blumenwiese. Und die meisten sind ja, oder viele, doch die meisten sind ja noch so in dem, die Blüten sind noch alle da. Und ja, es wird jetzt langsam Zeit, dass ich aufwache. Ja, es wird langsam Zeit, dass ich erblühe. Ja, also ich merke das Licht, ich merke den Ruf, aber ich bin. Und dann kommen diese kleinen Lichtelfen wie du und schütteln mal ganz kurz und sagen, hallo, alles gut, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ich bin auch so einer, deswegen kann ich das ganz gut sagen. Und wir gehen jetzt gemeinsam, und es ist ja kein Weg und es ist kein Wissen, sondern es ist ja immer wieder nur das Erinnern. Und wir gehen gemeinsam jetzt in diese Schatzkiste des Reichtums, der da ist, durch unsere Wege, die wir gegangen sind, indem du uns erzählst, wie es ist. Du hast ja die Erfahrung schon gehabt, wie es ist, drin zu sein. Wie fühlt sich das denn an? Liebe Nada, ich danke dir für so vieles. Ich danke dir, dass du so, ja, dass du so präsent sein kannst und dass du mit deiner Präsenz viele Leute, auch mich, ansprechen kannst und auch mitnehmen und mitreißen kannst. Das ist wunderbar. Dafür einen herzlichen Dank. Das Schiff ist losgegangen und auf der Schiff ist eine Schatztruhe. Das ganze Schiff ist eine Schatztruhe, die vielen Leute. Und es war ja so ein riesiger Tsunami, der da am Anfang losgegangen ist. Und die Leute hatten so eine große Begeisterung und es war mit so viel Schwung waren die Leute dabei gewesen. Und bei mir war es so am Anfang, dass ich mir, ich war von Anfang an ja ein Ja da. Und das Ja war da, es kam aus dem Herzen. Und ich hatte kurz vorher, hatte ich in einem Kreativseminar von unserer Meditationsgruppe, hatten wir ein Kreativwochenende und dem lag ein Text zugrunde. Und dann hatten wir Zeit, den Text ein wenig zu gestalten. Und ich saß davor und dachte, es kommt hier nichts. Es kommt nichts. Und ich wollte schon sagen, hör auf. Und dann kam eine Acht. Dann kam eine Acht, eine liegende Acht. Und diese liegende Acht, die hängt noch hier bei uns in der Wohnung. Und diese liegende Acht war der Brückenkopf zur GHU. Das habe ich erlebt. Und das war sozusagen der Ruf, dass ich in die GHU, dass ich aufs Schiff gegangen bin und mit dem Schiff und wir gemeinsam unterwegs sind. So, ja, das ist die Acht. Und vielleicht gehen wir über diese Acht, bewegst du durch diese liegende Acht diese Erinnerung, wie es ist, mitten in dieser Schatzkiste zu Du kommst sein. auf die Schatzkiste zurück, Ich, ja. na natürlich. Wie ist es in der Schatzkiste? Ja, wie ist es in der Schatzkiste? Hast du noch so ein Gefühl, ein Geschmack, wie du dich dann erlebst, was dann da ist? Komme im Moment an dieses Gefühl, im Moment an dieses Gefühl nicht ran. Ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr wohl.
Weil Elfen sind ja magische Wesen. Die müssen ja Ja. nicht eine Schatzkiste aufmachen, Nein. sondern die machen ja einfach mal einen kurzen Zauber. Ja. Die machen einen kurzen Zauber und dann, Friedemann, was ist dann? Ja, also so wie ich dich jetzt gerade erlebe, bist du ganz nah auf der Spur. So wie ich dich jetzt gerade spüre, und dann kommt einer, der ist wie, aber ich spüre es doch gerade nicht. Es ist wie so ein Klabautermann, der dich da gerade immer wieder wegnehmen will. Dabei habe ich dich jetzt ein paar Mal schon darin wahrgenommen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich mache jetzt gar keine Worte und ich weiß, dass es manchmal ja einfach nur so fließt, auch wenn ich schreibe, dann ist das einfach ein einziger Fluss. Ich streng mich da überhaupt nicht an und ich wundere mich dann über mich selber, wie so etwas passieren kann, dass ich in etwas reinkomme. Ich lese einen Kommentar von irgendjemandem, damit gehe ich sofort in Resonanz, der geht tiefer bei mir und dann wird irgendetwas in mir wach, dann suche ich nicht nach Worten und sie kommen einfach so geflossen. Sie sind einfach da und das ist einfach wunderbar. Das ist einfach wunderbar und ich bin dann auch mit einer Aufmerksamkeit dabei und ich kriege dann auch viele Nuancen mit und ich schreibe das dann einfach so runter. Wie kommt das? Ich verstehe das. Ich verstehe mich selber nicht. Super, weil das kann man ja nicht verstehen. Ich Aber in dem verstehe mich Moment. selber nicht. Ich verstehe mich in Gesprächen, im Hospiz mit den Leuten, verstehe ich mich manchmal selber nicht. Ich komme ganz vorsichtig, komme ich mit ihnen ins Gespräch, ganz locker. Und manchmal bleibt es auch dabei, dann ist es ein Smalltalk und so. Und doch oft, doch oft geht es runter. Und das ist dann einfach eine einzige Freude ist das, die dann da passiert. So eine einzige Freude ist, es erwacht etwas in mir. Und das ist eine Aufnahmefähigkeit da, eine Empfänglichkeit ist da für ganz bestimmte Sachen und die da angesprochen werden. Und wir können dem so entlang surfen, in aller Ruhe. Herrlich. So. Jetzt bist du mittendrin gewesen und hast uns von innen an teilnehmen lassen an deiner Erfahrung. Ich danke dir. Und wir können das nicht machen, wir wissen nicht, wie es geht. Nein, wir können das nicht machen. Ja, es ist Aber es ganz ist. merkwürdig. Wir können es nicht machen. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Heute Vormittag war ich bei einem Senior, den ich betreue. Und das ist ein sehr freundlicher Mensch und der so doch sehr allein lebt. Und zum Schluss habe ich zu ihm gesagt, Sie sind ein so feiner Mensch. Das habe ich gesagt, weil ich so meine. Und er hat mich in den Arm genommen. Und er war so froh. Und in dem Moment kommt in mir so eine tiefe Verbundenheit auf. Es ist so eine tiefe, es ist so eine Allverbundenheit irgendwo. Und ich bin tief mit ihm und mit allen Menschen verbunden. Das bleibt dann ein Augenblick. Und als ich dann 50 Meter auf der Straße nach der Verabschiedung gegangen bin, da war wieder der Alltag da. Und das ist da ist der Alltag und plötzlich geht es in ein tieferes Fahrwasser da. Das ist, dann verstehe ich auch, was dieses Du bedeutet. Dann erlebe ich so ein Du in mir. Und ich habe mich in diesen Tagen erinnert an eine Geschichte, dass ein Schüler kommt zu einem Meister, weil er eine Frage hat. Klettert den Berg hoch irgendwo da oben und klopft an. Und dann sagt die andere Stimme, wer ist da? Und dann sagt der Schüler, ich. Und nichts passiert.
Oh, denkt der Schüler, habe ich irgendetwas falsch gemacht? Klappt nochmal. Und wieder kommt die Stimme. Wer ist da? Ich. Die Türe bleibt verschlossen. Und nach einer gewissen Zeit, er überlegt noch einmal und er klopft wieder. Und wer ist da? Und da sagt der Schüler, du. So, und da ist er plötzlich in dieser Gegenwart, in dieser Meistergegenwart oder in dieser göttlichen Gegenwart oder in dieser Präsenz da. Und da geht die Türe plötzlich auf. So, und diese Türe, das ist, ja, durch diese Türe gehen, das ist was, wie soll ich das sehr banal aus, ist ein energetischer Akt. Wir sind mit dir jetzt gerade durch die Tür gegangen und sind mitten im Schatz der Präsenz, dieser Unmittelbarkeit. Schweigen ist auch ein Schatz. Einfach schweigen. Also ich merke zum Beispiel, ich merke bei mir, dass ich am Anfang so ein Warming-up brauche. Ich brauche so ein bisschen, ja, erstmal so ein Dazugehörigkeit. Und dann geht auch die Türe auf. Und im Schweigen passiert das auch. Dann öffnet sich während des Schweigens, während der Stille, während der Meditation, geht eine Türe auf. Und ich bin einfach davon ergriffen, was dann dort passiert. Und ich kriege dann manchmal gar keine Worte dafür. Das ist Ehrfurcht und Begegnung, was da passiert. Ehrfurcht und Begegnung. Und das ist etwas, was auch zu meinem Weg gehört. Dass ich, glaube ich, da immer, ich war immer auf der Suche. Und äußerlich ist das an den äußeren Daten schnell festzumachen. Innerlich spielt immer noch, jetzt, wo ich 72 Jahre bin, ein Raum eine Rolle, der immer noch da ist. Ich habe das mal mitgebracht. Kannst du das erkennen? Das ist ein Zahnrad. Okay. Siehst du das? Ja. So. Und dieses Zahnrad, das ist das Zahnrad, was zu Hause in unserem Elternhaus, im Brunnenhaus war. Wir waren noch nicht am öffentlichen Wassernetz angeschlossen. Wir mussten an dem Zahnrad war eine Schnur. Zahnrad wurde in den Brunnen, in den Hausbrunnen runtergelassen. Da konnte man die Wassertiefe feststellen. Und irgendwann, ich musste 10 oder 12 Jahre alt gewesen sein, träumte ich, dass just dieses Zahnrad, das später irgendwann mal mit Gips nachgebildet, träumt, dass dieses Zahnrad vom Himmel fallen würde. Es fiel vom Himmel und ich war in einer glückseligen Stimmung. Ich war in einer glückseligen Stimmung und jetzt fiel bei den Nachbarn, fiel es auf die grüne Wiese. Und ich bin dort hingegangen und ich fand es nicht. Und ich war tief, tief traurig. Ich merke diese Traurigkeit noch jetzt in mir. Ich merke diese Traurigkeit, dass ich das Zahnrad. Es ist noch nicht ganz da. Ich denke, das ist das Heilige Selbst, was es sich da dreht. Und ja, und ich bin diesem Zahnrad, bin ich dann nachgegangen. Bin ihm nachgegangen, erstmal durch viel Aktion und Aktionismus und habe da meine eigenen Erfahrungen gemacht. Und bin ihm aber auch innerlich nachgegangen, indem ich einfach merkte, dass ich in meinem all meinem Tun Ruhe brauchte, ich so zur Ruhe und zur Stille und zur Meditation kam. Ich war bei den, ich habe das Ruhegebet gemacht, also ich war in der Tradition der Wüstenväter, Johannes Kassian. Das war eine sehr gute Erfahrung. Und ein Satz,
der da hängen geblieben ist. Nichts ist schwer, bist du nur leicht. Nichts ist schwer, bist du nur leicht. Also, wie mache ich mich leicht? Wie mache ich mich in dieser Situation leicht, dass ich keine, ich will nicht sagen Angst, aber dass ich frei fließen kann, dass ich frei sprechen kann, dass ich, da ist das Stocken, dass ich dass ich in Fluss komme. Wie geschieht es? Und dann ging es, ja, das war gerade schon, das ist gerade schon, ja, jetzt bin ich mittendrin, na da. Ja, Dass ich einfach hängen bleibe und aber das weißt ist, du, wie das Wasser, wenn das Wasser fließt, der Fluss fließt, dann sind manchmal Steine, dann sind manchmal Äste, da sind manchmal das Erde. Und das Wasser fließt nicht einfach gerade. Es scheint und es fließt immer noch, es bewegt sich, es bleibt niemals an der gleichen Stelle. Aber manchmal verweilt es. Es Und bleibt immer. wie kommt es dann zu diesen Stockungen, dass ich dann einfach nicht, dass ich da nicht weitersprechen kann? Wie kommt es dazu? Weil da einer ist, der eine Vorstellung hat, dass das Wasser einfach so fließt. Vielleicht, ja. Aber das Wesen des Wassers, auch wenn es sich fängt, auch wenn es wie manchmal einen kleinen See da bildet oder so ein kleines Wasser, das Wasser bleibt in Bewegung. Das kann nicht anders sein. Selbst im See ist immer eine Art von Bewegung. Es ist immer was Lebendiges. Und irgendwann wird der einzelne Tropfen darin, das einzelne Wassermolekül weiter den Fluss weitergehen. Aber vielleicht gibt es eine Idee, die dann glaubt, in dem Moment, wo es scheinbar nicht fließt, dass scheinbar nichts geschieht, dass es scheinbar stockt. Na, es geht nicht scheinbar und stoppt ja tatsächlich. Bleibe ja, das ist ja jetzt nicht gespielt. Und ich bleibe dann nicht wenn ich in tiefe Situationen komme, bleibe ich ja hängen. Und Nein, wir gehen du. jetzt, Genau, du aber nicht wirklich, sondern die Sprache bleibt vielleicht stocken, so wie das Wasser. Das bleibt in dem Moment und fließt eben nicht, wie wenn es kein Hindernis hat. Aber du weißt die Kraft des Wassers und die Sanftheit und die Kraft, Ja. wie es Felsen und Berge durchlöchert irgendwann, Ja, klar. umspült und wie es das formt. Ja. Aber manchmal gilt es zu verweilen. Du hast es gesagt, deine Stille. Manchmal gilt es einfach nur damit zu sein. Und trotzdem wie innerlich es zu bewegen, auch wenn scheinbar nur Stille ist, ist trotzdem die Präsenz, ist lebendig. Du bist lebendig. Ja, der Präsenz geht noch die Verbundenheit voraus, dass ich mit mir inwendig verbunden bin, dass ich mit meinem Wesenskern verbunden bin und dass ich zu dieser Präsenz vorstoße und diese Präsenz wahrnehme und spüre. Und sie ist ja voller Sanftheit, klar, aber sie ist auch voller Dynamik und voller Kraft. Und voller, jetzt im positiven Sinne, voller Gewalt, voller Dynamik, ja. Aber hast du das Gefühl, wenn du jetzt wahrnimmst, dass irgendwann in irgendeinem Moment deine Präsenz, die Präsenz, das Göttliche, wie auch immer man sagt, nicht da sein könnte? Naja, also das Göttliche, glaube ich, das möchte immer eingeübt werden. Das Göttliche ist immer da. Das Göttliche ist immer da. Es kann passieren, was will. Ich kann an die Decke springen oder ich kann zu Tode betrübt sein. Das ist unabhängig davon. Das Göttliche ist da. Kann es denn sein, dass du es nur für diesen Moment halt nicht wahrnimmst? Das kann sein. Und das ist eben,
Das kann sein. Und das kann sehr wohl sein. Und ich denke, das ist eh ein Zeichen unserer Zeit oder ein Zeichen jedes individuellen Lebens, ein Zeichen meines Lebens, dass wir so husch nach außen, husch nach außen, husch nach außen orientiert sind und es uns sehr gut tut, uns nach innen hin zu konzentrieren und mit dieser heiligen Kraft in Verbindung zu kommen. Und das darf geübt werden. Es darf geübt werden, in die Kraft zu kommen. Es darf geübt werden, wie du immer von dir auch so treffend sagst, ich bin eine Lehrerin. Das heißt mit Doppel-E. Ich mache mich leer von vielem, von vielen Drum und Dran. Und um in die Präsenz zu kommen und in dieser Präsenz zu bleiben. Genau, und das ist ja so eine, das ist unser Weg. Wir sind ja immer noch bei dem Ersten. Das macht unseren Weg Ja. aus. In dem Moment, was du heute erzählt hast, als du von dieser tiefen Begegnung, von diesem tiefen Einssein, von dem tiefen Ja. Berührtsein rausgegangen bist und dann war der Alltag da, dann zu Ja. bemerken, was ist da eigentlich passiert? Was hat mich weggebracht? Und das macht ja unseren Weg aus, das zu bemerken und zu merken, hallo, ha. Und trotzdem bin ich immer da. Das macht unseren Weg aus und das ist die Kunst, da in diesem Ich bin immer da, in diesem Ich bin, in dieser Präsenz zu sein und zu bleiben. Für mich hilft es, dass ich weiß, was du vorhin gesagt hast, das Göttliche ist immer da, egal ob ich an der Decke springe oder Egal. egal was ist. Das. Und diese Gewissheit zu wissen, okay, also das ist das Ich Bin ist sowieso immer da. Es kann sein, ich als Mensch bin in meiner Persönlichkeit, in meinen Gedanken, wo auch immer. Kann sein, dass ich irgendwo rausgezogen werde und mich woanders aufhalte. Aber das ist ja immer da. Okay, also das wartet ja immer. Also dieses Zahnrad letztendlich. Ist ja immer da, du hältst es ja sogar in deinen Händen. Es ist ein doppeltes Zahnrad. Es ist ein Zahnrad nach außen, so, und ne, das ist. Draußen gibt es viele Zahnräder, die ineinander greifen und das Zahnrad sollte sich drehen, sollte bewegen. So, und ich denke, dieses äußere Zahnrad hat manchmal eine Eigendynamik und schön ist es, wenn dieses Zahnrad auch inwendig da ist. Wenn es inwendig ja, wenn es inwendig da ist und wenn es inwendig die Kraft aufnimmt und die Kraft in Bewegung setzt. Aber meinst du Es nicht, tanzt um eine Mitte. wenn du wahrnimmst, das Inwendige, das, was immer da ist, das verlässt uns ja nie. Und es ist ja, es reicht uns immer die Hand. Das heißt, egal wie weit wir uns als diese schwarzen Schafe, wie auch immer, welches Bild man nimmt, uns entfernen, weil es da ruft, weil da irgendwas ist. Aber dass das Inwendige, immer, immer und stetig uns wieder da sein lässt. Früher oder später und mehr und jeder Moment. Und du erlebst so viele Momente schon. Jeder Moment macht das präsenter, macht das lebendiger. Jeder Moment, wo du das erfahren hast, macht auch die Sehnsucht größer. Absolut. Hat deine Suche Absolut. ja angetrieben. Das steckt absolut. Das steckt ganz tief steckt die Sehnsucht hinter. Die Sehnsucht nach, das berührt mich auch jetzt. Steckt eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht hinter nach, eine ganz tiefe Sehnsucht nach
Einheit oder nach eine tiefe Sehnsucht steht dahinter. Oh, wir holpern hier heute Morgen. Heute Morgen ist gut. Wir holpern hier ein wenig. Das ist nicht schlimm. Das ist so in Ordnung, wie es Überhaupt ist. nicht. Ja. Es ist so ein essentielles mit dir und mit dem Sein und Worte, ob die holpern oder stocken oder wir scheinbar meiner linearen Liste jetzt nicht nachgehen. Ich liebe es. Ich liebe es, mit dir hier so essentiell zu sein. Danke, ja. Es berührt mich ganz zutiefst. Gemeinsam zu Hause sein, Ja. wo die Sehnsucht sich erfüllt hat, auch wenn wir die spielenden Kinder immer wieder rausrennen, weil irgendwas ruft. Zum Glück haben wir die Sehnsucht, die immer wieder sagt, hallo, hallo. Hier ist das Zuhause. Und diese Berührbarkeit, dieses, was wir jetzt gerade erleben dürfen, was sich uns jetzt geöffnet hat, was wir gemeinsam hier, wo wir, dann fehlen diese Worte, die braucht es dann auch nicht. Das ist für mich Gnade. Das ist Gnade, ja. Das ist Gnade, ja. Oh, Gnade, ja. Und ich mag auch gar nichts jetzt mehr draufsetzen oder weil ich weiß, dass ganz viele mit uns jetzt hier sind. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Weiterweg, ja. Und wer weiß, vielleicht haben wir noch mal irgendein Gespräch, wo wir auf diese anderen Stationen noch zu sprechen Okay. sehen gehen. Vielleicht noch eins, weil das, ja. Und ich mache es jetzt auch mit dir anders, weil es einfach anders ist. Aber jetzt von da, wo du bist, gibt es eine Art Botschaft an die Menschen, an die Zeit, an das jetzt in dir gerade lebendig ist. Ja, die Botschaft heißt, renn nicht vor dir selbst weg. Erkenne dich selbst und stelle dich und sei dankbar. Sei dankbar in jeder Lebenssituation. Es kommt ganz viel Liebe und ganz viel Geborgenheit und ganz viel Kraft kommt uns allen entgegen, fließt in unser Herz, geht in unsere Hände und gestaltet diese Welt. Wow. Ich danke dir mit Ja. ganzem Sein und mit allem, was ich bin. Danke dir, liebe Nada, für die Möglichkeit, so miteinander sich so zu begegnen. Ja. Danke. Und dir. Und einen lieben Gruß.
Darf ich das sagen? Einen lieben Gruß an Kurt. Das darfst du natürlich sagen, den werde ich auch gleich ausrichten. Der freut sich immer auch. Eben das, manchmal ist das so, ich meine, ja, er freut sich immer, dich zu sehen. Und er sieht dich aus der Menge. Ah, der Friedemann ist auch da. Ein Phänomen auch. Also ihr habt sicherlich eine Verbindung von langer Zeit. Der Weg geht weiter. Danke, alles Liebe dir und uns allen und Ja, danke. Ciao, ihr Lieben. Danke von Herzen. Ciao. tschüss.